So, hallo, wir machen weiter bei Evoland 2. Das letzte Mal sind wir in unserer Zeit angekommen. Was heißt, das sind wir eigentlich schon das vorletzte Mal, aber da haben wir uns hier umgeguckt erstmal, so ein bisschen die, in Anführungszeichen, unwichtigen Dinge, aber schon mal ein bisschen orientiert, was es hier alles so gibt. Und jetzt gehen wir in die große Stadt Genua. Und haben wir wieder einen Erkundungspart vor uns, wenn wir denn rein dürfen. Ich bin gespannt, wahrscheinlich dürfen wir es gar nicht, mal gucken. Komm in Genua. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Ah, und wir dürfen es wohl doch. Alle feiern das 50. Jubiläum des Sieges. Das Fest wird bestimmt unvergesslich. Schade, dass ich im Dienst bin. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir... Ich habe gerade schon ein wenig Angst, dass es hier dann letztendlich weitergeht, aber ich würde auch gern wieder zum Dorf gucken. Vielleicht kommen wir auch gar nicht zum Dorf zurück. Wir können das ja mal ganz kurz probieren. Entschuldigung. Wir können ja mal ganz kurz probieren, ob wir über den Graubeerpass überhaupt gehen können. Oh. Der wird nicht mal aktiv. Der Feldschutz blockiert den Weg zu meinem Dorf. Aber es gibt wichtige Dinge, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Okay, wir dürfen also nicht mal zurück. Gut, aber dann habe ich das getestet, dann bin ich froh. Dann weiß ich, dass ich hier jetzt wirklich hin muss und das auch das Einzige ist, was mir noch bleibt vom Spiel her. Alles klar. Seit fast 50 Jahren herrscht im Kaiserreich Frieden. Das werden wir stilgerecht feiern. Heutzutage könnte so etwas Furchtbares nicht mehr passieren. Wir haben keine Feinde mehr. Die Jugend erinnert sich nicht, worum es bei dem Krieg ging. Heutzutage ist er nur eine Ausrede zum Feiern. Dabei starben so viele für ihre Freiheit. Viele Menschen und sogar noch mehr Dämonen. Ah, ich werde nicht bis zur Feier fertig sein. Alles muss perfekt sein. Okay, wir quatschen erst wieder mit den Leuten. Und dann gehen wir durch die Häuser, würde ich sagen. Ich habe schon jahrelang keine Dämonen mehr gesehen. Die gefangen genommen wurden, arbeiten mittlerweile im Bergwerk. Geschieht ihnen recht. Schließlich haben sie uns angegriffen. Manchmal frage ich mich, wie meine Eltern den Krieg überlebt haben. Es war bestimmt grauenhaft. All die schrecklichen Dämonen, die um jede Ecke lauerten. Ja, ja, die Dämonen, die bösen Flüchtlinge. Es wird immer erzählt, wer der Böse ist. Und alle glauben es, ohne die Wahrheit zu kennen. Mein Großvater mir erzählt, wie damals manche durch die Kanalisation entkamen. Sie wurden seitdem versiegelt, ich muss sie aber für alle Fälle trotzdem bewachen. Wer weiß, die Piraten aus der Bucht könnten angreifen. Ihr glaubt, sie können durch die Kanalisation eindringen? Aber wir fallen natürlich nicht rein. Logisch. Mein Vater war ein Lieutenant in der kaiserlichen Armee. Er versteht einfach nicht, dass sich die Zeiten geändert haben. Der Kaiser hat mittlerweile kaum noch Macht. Die Armee ist im Prinzip reine Formsache. Ich glaube, ich werde Händler. Angeblich lebt im alten Wald oben im Norden die Mayenne-Brücke ein Monster. Es soll einen wertvollen Schatz bewachen. Die Brücke ist aber von einem Fels blockiert, also kann niemand nachsehen gehen. Ja, ja. Oh. Wo habe ich das denn zerschnitten? Hatten wir dich schon? Jetzt wird es natürlich schwierig zu entscheiden, wen wir schon hatten und wen nicht, weil die hier rumlaufen wie die Blöden. Tut mir leid, ich will auf ihn reinkommen. Ein Pech für die Kinder, doch sie haben es wahrscheinlich ordentlich verdient. Was? Sind da Kinder drin? Diese ganzen Vorbereitungen auf das 50. Jubiläum ermüden mich. Habt ihr zufällig meinen Sohn gesehen? In letzter Zeit spielt er viel mit seinen Freunden. Nun ja, solange sie nichts anstellen. Das bloß keine war, aber mein Verlobter hat sich den Piraten aus der Bucht angeschlossen. Hehe, ich hoffe, nicht kommt er mit fetter Beute zurück. Und vielleicht mit einer festen Narbe auf der Wange. Dann würde er noch mannhafter aussehen. What? Seit Kriegsende sperrt sich mein Vater ein und verlässt so gut wie nie das Haus. Ich verstehe ja, dass es hart für ihn sein muss, doch mein Verständnis hat seine Grenzen. Sobald er nicht mehr bei uns weilt, werde ich das Haus verkaufen. Wow. Hier ist McDonald's, da gehen wir noch nicht rein. Wie gesagt, erstmal alles ablaufen. Ich trainiere jeden Tag mit meinem Schwert. Ich träume davon, eines Tages auf Abenteuerreise zu gehen, genau wie meine Heldin. Ihr kennt Velvet doch bestimmt nicht, wahr? Auf der Suche nach den Geheimnissen der Magie reist sie bis ans Ende der Welt. Ja, guck mal, wen ich hier habe. Guck mal, hier. Oh, whee! Naja.
okay? Oh, schau mal, na guck. Da ist ein geheimer Gang. Das Geheimnis. Das alte geistliche Gefängnis wird nicht mehr genutzt. Alle gefangenen Dämonen wurden zum Berg weggebracht. Dort machen sie sich zumindest nützlich. Meine Freunde und ich, wir gehören zu einer Geheimorganisation. Mehr darf ich euch aber nicht verraten, weil es ein Geheimnis ist. Ich sehe schon. Auch hier werden uns die Kinder wieder helfen. Und auch hier gibt es wieder was zu finden, wenn man aus dem Gasthaus rausgeht. Das Kolosseum ist geschlossen. Wir haben nicht genug Gladiatoren. Wer kämpft schon, wenn er nicht dazu gezwungen ist? Kommt später wieder. Vielleicht suchen dann ja ein paar mutige Kämpfer eine Herausforderung. Wie wär's mit Super Mario? Oh, macht ihr Foto? Findet ihr nicht auch, dass es heute schön ist? Ja. Möchtet ihr... Ja? Möchtet ihr gern Händchen halten? Also gut. What? Gleiches Gespräch, okay. Okay, ja, ja, wir halten Händchen. Ist okay, ja, Ja, super. Okay, wir halten Händchen. Darf ich da rein? Bestimmt nicht. Der Palast ist nicht mehr so gut wie erhalten. So gut erhalten wie früher. Ich nehme an, das ist normal. Alle wollen sich lieber amüsieren und oder Geld verdienen, anstatt dem Kaiser zu dienen. Wir Wachen werden ihm aber bis zum bitteren Ende treu ergeben sein. Nein, ich darf natürlich nicht rein. Logischerweise. Im Krieg konnte man als Lieutenant berühmt werden. Ach, zu Friedenszeiten gibt es keine Feinde, gegen die eine Armee kämpfen könnte. Glaubt ihr, dass irgendjemand bald angreifen wird? Das wäre ganz toll. Ich werde mich diesmal nicht fürs gerne entschuldigen, denn es hat dazu gepasst. Das war Absicht. Habt ihr vom Propheten gehört? Ja. Im Ernst? Die Leute sagen, er wird die Welt zerstören. Ich dachte, das wäre nichts weiter als eine Legende, um den Kindern Angst einzujagen. Nein. Ich muss gleich niesen. Vielleicht. Oder auch nicht. Na gut. Ich glaube, wir haben alle Leute durch. Fangen wir mit den Häusern an. Wieder von oben nach unten. Ihr kennt das Prozedere. Hurray! Mucho Pfanne. So, also dieses Haus können wir uns ja schon mal knicken. Weil da kommen wir aktuell nicht rein. Aber hier kommen wir natürlich rein. Ist euch ein grün gewandeter Junge begegnet? Nein. Wenn ich ihn in die Finger kriege, geht es ihm schlecht. Er kam einfach in mein Haus, zerschmetterte meine hübschen Töpfe, während er... Hier! Hier! Schrie. Meine Bediensteten sind völlig aufgelöst. Damit wird er nicht davonkommen. Aber wenn Link hier herumläuft, dann müssen wir uns doch um die Welt gar keine Sorgen machen. Wo der ist, geht doch nicht unter oder so. Wir sind drei Schwestern. Und warum, was haben die Schwestern alle hier für... Was habt ihr alle für Probleme, nur weil ihr Geschwister seid? Ah. Okay. Ja, Arsch. Ach, Link, warum? Warum tust du das? Deswegen sind ja auch keine Töpfe mehr. Ja, wenn Link hier schon war, dann gibt es ja auch nichts mehr auszurauben. Ja. Mensch, Link. Du warst auch schon mal gründlicher. Ist das okay, dass ich die 5G mitnehme? Okay, er ist uns begegnet. Hä? Das ist egal, ob ich ja oder nein sage. What the fuck? Oder habe ich was Falsches gedrückt? Warte mal. Nein. Okay. Whatever. Wozu eine Auswahl geben, wenn es egal ist? So, was haben wir hier?
Mein Mann hilft nie bei der Hausarbeit. Den ganzen lieben Tag träumt er nur vor sich hin. Ich kann ihm aber keinen Vorwurf machen. Er kennt es nicht anders. Ihr seid zu jung, um euch an das große Zeitalter des Kolosseums zu erinnern. Das war vor mehr als 50 Jahren, damals war ich noch ein Jungspund. Ich weiß noch, dass ich einen Kämpfer ganz besonders bewundert habe. Lass mich raten, Super Mario. Wie hieß der nochmal? Menos X oder so ähnlich? Ah, Menos. Na gut. Close enough. Leider war es nicht ich. Ha. Welch Tragödie. Hey, hier kann man auch nichts ausräubern. Gut. Gehen wir eben wieder. Zweite Reihe. Häuser. Oh. Können wir gehen? Ja! Perfekt. Unser Ziel ist simpel. Alles in die Luft jagen. Jawohl! Also gut, alle Mann bereit. Operation Große Katastrophe läuft. Ja, Prophet! Diese Lache, what the fuck? Das sind zwar nur Kinder, aber... What the fuck? Nee, 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 nee. Gut, alles gut bei dir, ja? Wer seid ihr? Ihr glaubt, dass ihr die Pläne des Propheten durchkreuzen könnt? Nee, 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 nee. What? Okay. Das sind Kinder. Hilfe. Aber dann ist er dann was? Oder wissen die quasi schon, dass der Prophet solche Ausdrücke und kopieren? Ich bin verwirrt. Na gut. Haben wir vielleicht was Spannendes im Laden? Ein G auf jeden Fall schon mal. Das ist schon cool und ziemlich schöne Grafiken. Das sieht schon super aus. Jetzt ist ja überall Stuff. What the fuck? Direkt die Truhe vor ihm. Es herrscht zwar Frieden, aber hättet ihr etwas hübscher ausruhen, neue Höhe. Minus 1, also der Gürtel, der Ori-Dingsgürtel ist immer noch besser. Aber das da hier können wir nehmen. Ein Stahlschwert, jawohl. Robust, scharf, zuverlässig. Und ein Stahlstiefel. Jawohl. So. Nein, wollte ich gar nicht. Nein, ich... Oh. Das Lauschergürtel ist nicht für die Produktionsgüter. Habe ich den jetzt automatisch angelegt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der legt automatisch das an... Warte mal. Ich hoffe, der legt das an, was besser ist. Hat der gemacht, ne? Ja. Der legt schon automatisch das an, was besser ist. Ah, okay. Ich verstehe. Dann kann ich das im Prinzip auch gleich wieder verkaufen. Wir brauchen das Bronzeschwert nicht mehr. Die Smackstiefel brauchen wir dann ja eigentlich auch nicht mehr. Was auch immer er jetzt davon hält, dass wir hier... Was auch immer er davon halten mag, dass wir Smack sowas haben, weil das kennt die ja gar nicht. Aber gut, das interessiert ja anscheinend auch niemanden. Von mir aus. Whatever. So, gehen wir ins Hotel. Nein, nicht schon wieder eine Cutscene. Willkommen, junge Spieler. Oh, ist das jetzt ein Casino? Kommt und lernt das größte Spiel aller Zeiten. Natürlich meine ich damit das Kartenspiel. Ihr sammelt Karten und stellt euch den Armeen eurer Freunde. Doch am Ende bleibt nur ein... Das Karten... Es gibt ja Karten zum Sammeln. Ja, richtig. Oh, dann fängt das hier an.
Okay. Sieht das cool aus, Kuro? Kommt näher und erfahrt mehr. Aha, ein neuer Spieler gesellt sich zu uns. Darf ich euch als Begrüßungsgeschenk diese 3 Karten anbieten? Eichhörnchen, ihr habt jetzt 3 von 61. Okay. Möchtet ihr mehr über das Kartenspiel erfahren? What? Machen wir das im nächsten Part und machen erstmal. Ja, God I Catch Them All. Machen wir das im nächsten Part und gucken erstmal. Nein! Stopp! Kann ich hier gegen jeden kämpfen oder was? Okay. Hey Kumpel, warum fordert ihr mich nicht zu einem Kartenspiel heraus? Nee, gerade nicht. Als Piraten lieben wir solche Herausforderungen. Nee, gerade nicht, wirklich nicht. Sag bloß niemand, dass ich ein Pirat bin. Ich bin in Kognito hier. Ah, aber da steht es auch Herausforderung. Ah, okay. Ach so, und wenn ich schlage, dann... Oh! Wenn ich die anschlage, dann kriege ich quasi ein... Dann wird das quasi ein Spiel. Ah, okay. Aber erst holen wir uns die Truhe. Ein Stern! Jason. Okay, das Kartenspiel gucken wir uns definitiv beim nächsten Mal an. Dann gehe ich hier erstmal gleich wieder raus. Und das erklären, lassen wir uns dann auch erklären. Weil wir machen jetzt erstmal die Häuser fertig, würde ich sagen. Da oben waren wir schon, ne? Da ist der Haus, der Soldat davor, genau. Der Haus davor. Da steht der Haus vorm Soldat. McDonald's. Bedauere, wir haben gerade geschlossen. Mein Opa hat mir dieses Restaurant vererbt, als er gestorben ist. Er hat damit einen riesen Umsatz gemacht. Aber ich bin einfach nicht glücklich mit der Qualität des Essens. Ich habe es mit allen möglichen Gerichten probiert, aber ich finde einfach nicht den richtigen Geschmack. Ihr sollt mich auf die Suche nach Zutaten mitgeben, gewissen etwas machen. Aber ich sitze hier fest. Hier, ihr seht nach furchtlosen Abenteurern aus. Hättet ihr Lust, die 3 von mir benötigten besonderen Zutaten zu beschaffen? Klar. Oh, habt vielen Dank. Ich zähle auf euch. Na los, sucht die 3 besonderen Zutaten und bringt sie mir. Ja, was immer das ist. Bisher haben wir vermutlich nichts davon. Oder klingt hier irgendwas nach einer besonderen Zutat? Oh. Das klingt aber... Na, das. Vielleicht ist das Mammutsteak... Na, wir können ja mal gucken. Ich glaub's nicht, aber... Wir können ja mal gucken. Das ist... Wollte ich auch gar nicht anklicken, Mensch. Ah! Ihr habt das Mammutsteak gefunden. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt brauche ich noch 2 besondere Zutaten. Wie sieht's mit Zucker aus? Wahrscheinlich nicht. Ach so, und er würde mich, er gibt mir auch nur die Auswahl, wenn ich eine habe. Das ist doch auch schon mal praktisch, okay. Gut, gut. So, dieses Haus noch. What? Oh, weil wir unser Haus kaufen, ist das die gleiche... Das ist die gleiche fucking Tür in 60 Jahren. Die wurde nicht... Wow, okay. Hallo, na? Ups, jetzt bin ich in die Story reingerannt. Dalkin. Das ist motherfucking Dalkin. Der Kommandant aus der Vergangenheit. Oh, hat er jetzt etwa gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat damals? Wer seid ihr? Und was macht ihr in meinem Haus? Oh, ich kenne euch. Nicht schon wieder dieser Albtraum. Also ich werde bald aufwachen und wollte euch noch einmal sagen. Euch sagen, wie leid es mir tut. Ich hätte auf euch hören sollen. Ja, ich hätte zuhören sollen. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich hatte keine andere Wahl. All diese Leute, tot. Und das meinetwegen. Meine Schuld. Wenn ihr doch nur... Hättet ihr doch bloß... Das Vertrauenssiegel... des Kaisers mitgeführt. So wie ich. Meine Ehrenmedaille.
Dieser Tage nehme ich sie nicht mehr aus der Vitrine. Ich verdiene sie nicht. Lasst mich in Ruhe! Sie symbolisiert das Vertrauen des Kaisers, vermittelt ein gewisses Prestige und sieht noch dazu edel im Umhang aus. Am Umhang. Kaiserliche Medaille. Okay, damit können wir in der Vergangenheit mit Dalkin vernünftig reden. Können wir jetzt jeden mit einem Schwert so nachher... What? Lasst mich in Ruhe! Bereit für ein Kartenspiel? Nein, ich muss erst die Regeln verstehen und das machen wir im nächsten Part. Tschüss. Wow! Wir können gegen Dalkin Kartenspiel spielen, aber wir sollen ihn in Ruhe lassen. Okay, alles klar. Wir sind in Ordnung. Tefuk-Kartenspiel. Okay, hier ist eine von den Bombenkindern. Die quatsche ich lieber auch noch nicht an. Ich will mal nicht zu viel triggern. Und hier ist eine riesige Bibel. Oh mein Gott. Langsam fange ich an, mir Sorgen um das liebe Fräulein Velvet zu machen. Ich hoffe doch sehr, dass sie bei ihrer Reise zu ihrer Pirateninsel nicht in Schwierigkeiten geraten ist. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mich mit einem ehemaligen Schüler zu unterhalten. Ich sorge lieber dafür, dass sie mich nicht sehen. Ja, bleib einfach in mir. Das ist völlig okay. Oh, eine Truhe einfach mal so, okay. Ich bin auf der Suche nach einem ganz besonderen Buch, das dem Forscher Lago bei seiner Expedition zum Erstarrten Kontinent in die Hände fiel. Also ich könnte schwören, dass es hier irgendwo ist. What? Mana? Einfach mal Mana gefunden, Tefuk. Damit können wir direkt Velvet leveln, wenn wir wieder in der Zukunft sind. Bei der Geschichte von Dalkin dem Roten stehen mir die Haare zu Berge. Natürlich war er war ein fantastischer Oberst, doch er opferte seine gesamte Armee um den Tod des Markus. Gab es denn keine sanftere Methode, um das zu erreichen? Wait, um den Tod des Markus? Okay. Ach, ihr habt an der Geschichte des Kaiserreichs Interesse? Wusstet ihr, dass nach der Niederlage des Kaisers eine überwältigende Menge von Dämonen wie von Zaubern in Dämonia auftauchten? Dadurch zog sich der Krieg noch länger hin und forderte noch mehr Opfer. Ich frage mich, wo dieser Maria eigentlich aktuell ist und vor allem, wo er in der Zukunft ist. In der Zukunft haben wir ja hauptsächlich mit dem Propheten zu tun, der den Zeitstein kontrolliert hat. Und so weiter. Aber wir haben nichts von dem Magier oder so gesehen nochmal. Willkommen in der großen Bibliothek von Genua. Wir katalogisieren die ältesten Texte, damit sie genau untersucht werden können. Jetzt ist es toll, dass ich davon auch gar nichts lesen kann. Aber okay. Gehen wir erstmal wieder raus, vielleicht später. Gehen wir noch die anderen Häuserchen ab. Und dann ist es auch gut. Das hatten wir hier schon. Was ist das hier? Da war eine Axt drüber. Ach, natürlich! Das ist das Lager. Den kann ich auch heraus. Okay. Das alte Gefängnis wurde vor langer Zeit verlassen. Ach, lass mich raten. Und jeden, den ich besiege, von dem bekomme ich eine Karte. Und deswegen gibt es 3. Oh mein Gott. Als ich aber letzte daran vorbeilief, hörte ich merkwürdige Geräusche im Inneren. Vielleicht waren es nur Ratten? Naja, das sind die Kinder natürlich, die versteckt dort haben. Kann ich nicht herausfordern. Diese Kinder scheinen mal wieder nichts Gutes im Schild zu führen. Wir sind ja die Schlüssel zum alten Gefängnis gekommen. Das Interessante ist ja, wir haben auch schon den Schlüssel der Kinder gefunden, der komischerweise... Irgendwann müssen wir hoch? Wenn man vom Teufel spricht. Also gibt es mehrere. Ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen wir Hinweise bekommen, dass wir dieses Schlüssel überhaupt... Oh mein Gott! Erinnert ihr euch an die Prophezeiung? Der... Oh nein! Wir sind der große Zerstörer. Wir finden die 5 Schlüssel. Und wir lösen die Katastrophe aus. Dann gibt es 5 Schlüssel. Es gab auch 5 Kinder und einer davon war der Pro. Oh mein Gott.
Deswegen wird er zum Prophet später, also zum wirklichen Prophet später. Oh, holy crap! Jetzt überschlagen sich die Ereignisse in meinem Kopf. Oh mein Gott. Diese Tür ist verschlossen. Okay. Ich sehe das Problem mit den 5 Schlüsseln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat aber gerade sowas von Klick gemacht im Kopf. Die 5 Schlüssel, von der in der Zukunft immer geredet wurde. Die 5 Schlüssel, die der große Zerstörer findet und damit die große Katastrophe auslöst. Das wird nicht gut ausgehen. Egal, nächstes Mal spielen wir Karten. Juhu! Danke fürs Zuschauen und tschüss.